Was sind Subventionen? Wie viele Staaten gehören der EU an? Und woraus errechnet sich das Bruttoinlandsprodukt? Hochkonzentriert brüten diese 38 Mädchen und Jungen über ihren Fragen, wissend, dass ein einziger Fehler den ersehnten Sieg kosten kann. Denn sie alle wollen Deutschlands schlauester Schüler werden. Für die meisten von ihnen beginnt der Kampf um den Titel einen Tag zuvor am Ilmenauer Hauptbahnhof. Mit dem Zug aus nahezu allen Teilen Deutschlands angereist, werden sie hier von den Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald empfangen. Ihr gemeinsames Ziel? Das Finale des bundesweiten Schülerquiz Wirtschaftswissen im Wettbewerb der Wirtschaftsjunioren Deutschlands, das 2016 erstmals in Thüringen ausgerichtet wird. Den Wettbewerb selber gibt es schon seit über 25 Jahren, ist ein Wettbewerb der Wirtschaftsunion Deutschlands und hat eigentlich als Zielrichtung, dass man Praxis in die Schulen bringt, Wirtschaft in die Schulen bringt und teilnehmen kann im Prinzip jeder Wirtschaftsunionverein, den es in Deutschland gibt. Es gibt im Anfang des Schuljahres jedes Jahr einen Vorwettbewerb in den einzelnen Kreisen, wo dann 30 Fragen zu beantworten sind, wo dann dort der Kreissieger gewählt wird und dann beginnt das Spiel neu beim Bundesfinale, wo wir uns heute in Ilmenau befinden, wo dann die jeweiligen Kreissieger dann um den Bundessieger streiten. Der Startschuss für das Finale fällt im Mara Hotel, dem gemeinsamen Zuhause auf Zeit. Hier eröffnet der MP3-Erfinder Professor Brandenburg von der TU Ilmenau offiziell den Wettbewerb. Und erste organisatorische Fragen werden geklärt. Haben die Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald doch ein volles Programm für das bevorstehende Wochenende geschnürt. Los geht's mit einem zwanglosen Kennenlernen. Im Autohaus Schenk lädt man die Jugendlichen zum Speed-Networking in den Vorführwagen ein. Eine coole Idee, sagen die Schüler. Finde ich coole Idee. Vielleicht auch, wenn Jungs auf Autos stehen, stimmt auch eine coole Idee. Ja. Also ich finde es ganz witzig, mal von den anderen zu erfahren und dass man 3 Minuten Zeit hat. Und ja, es ist eigentlich ganz cool, in so einem Auto zusammen zu sitzen. Ich finde es eigentlich ganz interessant und man redet auch viel, aber es ist ein bisschen schwer, die 3 Minuten voll zu bekommen. Am nächsten Morgen wird es dann ernst. Im hochmodernen Faraday-Hörsaal der Technischen Universität steht den Schülern der finale Test bevor. Und sie alle sind fest entschlossen, ihr Bestes zu geben. Naja, doch schon, ich gebe mein Bestes, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ich meine, hier sind ja alle sehr gut und so. Wir werden sehen. Doch, auf jeden Fall ist Ehrgeiz dabei, ja. Also man erhofft sich natürlich immer was, dass man irgendwie zumindest ein bisschen was erreicht. Aber ja, mal sehen. 45 Fragen aus den Bereichen Wirtschaft, Internationales, Allgemeinbildung und Regionalwissen gilt es heute richtig zu beantworten. Auch für die Kreissiegerin der hiesigen Wirtschaftsjunioren. Und, wie ist's gelaufen? Wenn man sich darauf vorbereitet hat, ging's. Manche Fragen waren schon knifflig, aber wenn man nachgedacht hat, gründlich ging's eigentlich. Noch schnell für ein gemeinsames Foto posieren und es geht weiter. Zu einer Rallye über den Campus der TU. Neben vielen Informationen rund ums Studium und faszinierenden Experimenten im Hochspannungslabor darf dabei natürlich auch ein Abstecher in einen der Studentenclubs nicht fehlen. Es geht im Prinzip darum, dass man auch die Universität zeigt, dass man zeigt, was hier möglich ist, was angeboten wird für Studenten. Ja, das sind ja im Prinzip Neunklässler und irgendwann wird auch die Frage kommen, wo wird man eventuell studieren. Und da ist natürlich wichtig, dass man auch die Universität zeigt und deswegen haben wir 4 Stationen in der Campus Rallye gemacht. Nach einer Verschnaufpause und dem gemeinsamen Mittagessen im Haus am See geht es dann an die Freizeitgestaltung. Während sich die einen für eine historische Stadtführung entscheiden, zieht es die anderen an die Ilmenauer Rennschlittenbahn. Beim gemeinsamen Rodeln lässt sich die Nervosität vor der finalen Bekanntgabe des Bundessiegers gerade noch aushalten.
Die Erfurter Bahn bringt die Jugendlichen schließlich samt ihrer Betreuer aus verschiedenen Wirtschaftsjuniorenvereinen Deutschlands nach Elgersburg. Der Bundesvorstand wird spontan im VIP-Shuttle chauffiert. Zum Empfang in den historischen Mauern des Schlosses trifft man sich wieder. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Projekte, insgesamt ungefähr 800 Projekte bundesweit, in verschiedensten Kreisen, aber nicht so viele Projekte, wo wir schon in einem so jungen Alter ansetzen, etwas zu machen. Deswegen finde ich, hat Wirtschaftswissenschaft im Wettbewerb schon einen besonderen Stellenwert. Nach dem Abendessen schreitet man dann zur Preisverleihung. Ein wenig Geduld gilt es allerdings noch aufzubringen. Als prominenter Gast des Wettbewerbes möchte auch Professor Karl-Heinz Brandenburg einige Worte an die klugen Köpfe richten. Ich finde sowas eine gute Idee. Ich habe es gemerkt, auch in der eigenen Arbeit, technisch gut zu sein ist eine Sache, aber man muss auch ein Verständnis für die Wirtschaft haben, wie Geschäftsmodelle funktionieren können oder nicht und all diese Dinge. Und deswegen finde ich das gut, dass die jungen Leute sich da schon drum kümmern. Ich wünschte, ich hätte es so früh mitgekriegt. Der erste Platz. Wirtschaftswissen im Wettbewerb 2016 geht an Christian Flieger, Wirtschaftsunion Kulmbach. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass er jetzt da gewonnen hat. Ich hätte es auch nicht erwartet, aber das finde ich jetzt eigentlich ganz cool. Und das Wochenende war auch sehr schön, heute ist Rodeln und auch die Aktivitäten heute, die Universität kennenlernen, auch gestern das Kennenlernen auch mit den anderen. Ja, im Endeffekt war eigentlich alles ganz schön. Für die drei Bestplatzierten heißt es nun noch einmal posieren für die Kameras und den Fragen der Presse Rede und Antwort stehen. Zurück in Ilmenau dürfen sich die Schüler nun beim Bowling unter Schwarzlicht selbst feiern und ihre gemeinsame Zeit im Thüringer Wald fröhlich ausklingen lassen. Es war ein sehr schönes Wochenende. Man hat ein paar nette Menschen hier kennengelernt. Und es war auch mal so interessant, so zu sehen, wie das hier auch abläuft. Ja, also insgesamt würde ich sagen, das war ein gutes Wochenende. Ich fand es sehr schön. Man hat neue Leute kennengelernt, man hat viel Spaß gehabt, man hat neue Sachen erlebt. Ich fand es sehr schön. Mir hat es alles halt sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, es war eine gute Mischung auch aus Freizeit, also einfach so Spaß haben und so ein bisschen auch Informatives und ja. Sieht so aus, als hätten die Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald mit ihrem ersten Bundesfinale auf ganzer Linie einen Treffer gelandet.